Einen wunderschönen guten Hallo meine lieben kleinen Freunde auf YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Crash Katzen 2. Zusammen mit Miri und Baloui. Ich bin Baloui. Und wir sehen, wir haben hier ein paar von den netten kleinen Grabsteinen, die wir looten müssen. Wir haben einmal da vorne den eigentlich richtigen und einmal hier unten den bösen. Ich bin nämlich gerade eben auf dem Weg dahin schon wieder dezimiert worden von der Lavagrube. Also ich habe hier die volle Unfähigkeit von Blauli ausgepackt. Moment, ich kann da gar nichts für. Katze ist trottelig und deswegen ist das fies, was er gesagt hat. Wir können gleich, wenn wir mehr Souls Sand brauchen, zu dem Biom gehen, das ich gefunden habe, das nur aus Souls Sand. Ich glaube, wir haben schon fast alle Pedals zusammen, interessanterweise. Wir brauchen aber mehr als nur ein paar. Ja, da kommt auch mehr als nur ein paar raus. Wie viel haben wir denn pro Pedal? Mehr als Sag ich dir gleich, wenn Miri und ich hiermit durch sind. Da kommt aber viel raus. Nein, das ist mein kompletter Loot. Eine extra Kiste dafür. Da, hier kommen die Pedals rein, bitte. Nur die bunten Dinger. Guck, da, das ist der Stalker. Nein, ich auch noch, nö. Das war mein Freund, du bist fies zu ihm. Nein. Schwachsinn, Alter. War mein Freund, er ist die ganze Zeit in der Mitte. Hey, du hast keine Freunde. Ja, jetzt nicht mehr. Immer bringst du meine Freunde um. Kenne hier ein Muster, Kappa. Ich hasse dich. Ja, nee. Das war so schön. Immer hatte ich Begleitung dabei. Manchmal brannte er, dann war es schön hell. Seine laufende, wandelnde Teleportfackel. Ja, cool. Sieht gar nicht auch behindert aus, wie wir beide das machen. Das kann man wahrscheinlich mit Nein, ich bin auch nicht schneller, wenn ich es drücke. Hey, dieses eine Lava-Ding da, dieses eine Lava-Loch da. Irgendwann sterbe ich an dem nochmal. Oh, hier ist es gerade schön Welches am Laggen. Welches eine Lava-Loch? Alter, hier ist gerade schön Lava-Loch. Am Laggen. Oh Gott! Lava-Loch. Guck mal auf die Map. Wir sind hier in einem einzigen Lava-Loch. Hey, eben. Ich bin gerade echt, ich habe hier gerade echt schöne Lags die ganze Zeit über. Wir nicht. Aber richtig deftige. Richtig deftige. Liegt daran, weil wir gerade ziehen. Ich habe 9 FPS noch. Und letzte. Ja, wir haben auch zig Milliarden Partikel erzeugt. Alter. So, Miri, du hast die Pellets hier an die Seite reingetan, hier die? Hier, guck mal, ich habe leckere Beeren mitgebracht. Ist die Beeren. Nice. Also, ist die Beeren. Kein Hunger. Da steht jemand Blindness. Nein, die machen Night Vision. Okay. Und vielleicht was auch Blindness, was machen die? Oh ja, die machen Night Vision. Die machen Mobbing. Die machen wirklich Night Vision. Ja. Du bist 2 Sekunden blind und dann kannst du 10 Sekunden. Ich war nicht mal 2 Sekunden blind. Die machen einfach Night Vision. Mehr nicht. So, guck mal. Schön, ne? Jetzt haben wir schon hier, Katze. Hast du das Pedestal gebaut? Nein, das habe ich noch nicht gebaut. Aber ich wollte die Pets zeigen, wie viel wir schon haben. Reicht das? Er ist wieder gegangen. Ja, ist egal. Ja, es reicht. Dann bauen wir jetzt ein Paddlestar. Dafür habe ich dir gerade was geholt. Warum gibt es eigentlich keine Quest für? Die müsste doch irgendwo aufgehen dafür, oder? Mir Tanja draußen ist gar jemand, nicht der was von dir möchte. Was? Vor der Tür ist jemand, der was will, das von dir. Nein, ich hasse die Dinger. Ich hoffe, sie sterben alle. Kann das sein, dass es überhaupt gar nicht irgendwo Thema ist? Kann sein, ja. So, wie kommt das? Ja, es ist nirgendwo steht drin, dass man Botania braucht. Oder machen sollte. Das heißt, Botania ist mehr so ein Rand-Mod, die sie einfach irgendwie integriert haben, damit man was zu tun hat, so ungefähr. Nee, Botania ist der wichtigste Mod, den man hier zu tun haben kann. Warum? Weil wir sonst gar nicht erst das ans Wasser kommen. Das ist die Grundlage dieses kompletten Packs, ist Botania. Ja, aber, nee, aber die Pflanze dafür, ne? Die ist jetzt so schnell gebaut. So rum alles. Er ist viel zu breit, um durch die Tür durchzukommen. Das sagst du ständig zu mir auch. Wo hast du das her? Bei einer Quest drin. Was ist das für Essen? Cool. Surf and Turf. Surf and Turf. Machst du gerade den Pelz da oder was machst du? Was? Ja. Warum? Jetzt haben wir ein nettes Problem. Wir haben das nächste Problem. Das Ding braucht Wasser. Ah!
Es gibt hier kein Wasser. Hä, das macht gar keinen Sinn. Sollen wir aus unseren Tränen das Wasser machen? Können wir irgendwohin weinen? Wie in Invasion. Ich würde jetzt gerne weinen. Ich kann hier rein weinen. Invasion war das gut mit dem Wasser. Salty Water. Bin ich... Halt, stopp. Halt. Ach, du bist so scheiße, Alter. Hast du auch gesehen, dass man es craften kann? Was, Wasser? Nein. Die Planks kann man craften. Welches was kann man craften? Du brauchst nichts, Mann. Ich hab gleich schon fertig. Davon weiß ich nichts, dass man die craften kann. Doch, kann man. Ich hätte nur gerade schwören können, dass ich hier irgendwo eine Sink in der Truhe gesehen habe. Ich hab Living Wood gecraftet. Ist das toll oder ist das toll? Fischies. Wir brauchen aber dafür normale Pilze. Aua, 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 warum haust du mich denn deswegen? Hallo! Was denn? Warum du mich haust, hab ich gefragt. Ich hab gar nichts gemacht. Okay. So, hier hast du deine Platte, jetzt mach da uns eine Dings raus. Braucht dann neue braune und rote Pilze. Wenn ihr also unterwegs Pilze findet, müsst ihr aber nicht es gibt mehr. Keine braunen Pilze. Ich habe bisher erst rote. Hier oben links ist Holz. Ganz unten links. Und weiße Pedals sind auch leer. Flieg. Kann über Wasser, über Lava fliegen. Wer, du? Fly on the wing! Fly! Nein, die Endermite oder was auch immer. Das ist die Endermite. Was sind so Dinger? Fly, baby, fly! Blauli! Würdest du mir bitte Living Wood geben? Du hast nicht alles davon zu den Slabs gemacht, oder? Das sind Living Wood Plank Slabs, die wir brauchen, nicht Living Wood Slabs. Du musst die noch einmal klein craften. Nein, nein. Unfähig. Nein, unfähiger. Oh, ist deine Rüstung auch kaputt? Giftpilze suchen. Na, man kann zum Glück zurückcraften. Unfähig. Glück gehabt, sonst hätte ich dich jetzt mit in mein Pilzbiom zu den kleinen Babypilzen genommen. Hier, bitteschön. Alter. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Man sieht aber auch keinen Unterschied, Mann. Kann ja nichts für. Fies, hau, hau. Ist jetzt gegeht, ohne mich mitzunehmen? Katze hasst mich. Ich weiß nicht, warum. Ich verstehe das auch nicht. Der ist voll gemein. Der ist voll das Arsch heute. Ja, voll fies von ihm. Und der Crucible. Und warum ist die Quest noch nicht abgeschlossen? Ja. Hört sich nicht gut an, wenn ich ganz ehrlich bin. Ist doch. Oh, wir können zwei Sieves, einen weiteren Crucible oder zwei... Loot-Chest. Loot-Chest. Ich hab da drin drei normale Chests gekriegt. Ich hab hier nichts bekommen. Nichts geht gar nicht. Doch, aber das ist unwichtig. Das ist einfach nur mein Essen und das bleibt mein Essen. So, bei den Meshs, was sollen wir da nehmen? Ich würde alle... Also, keine Ahnung, nimm Loot-Chest, aber Iron... Ja, aber die Iron Mesh sind doch schon recht teuer. Ja gut, dann nehmen wir halt die Iron Meshs auch. Ich habe Wasser gemacht. Cool. Katze, gib mir den Eimer. Du hast den nicht mehr, ne? Eimer? Du hast Wasser gemacht? Ich habe Wasser gemacht. Wuhu. Das ging aber schnell. Mhm. Ich bin ein schneller Wassermacher. Naja. Alles in allem hat es natürlich zu lang gedauert. Ja, weil du nicht geguckt hast, wie man die Planks baut. Ich glaube, ich brauche in nächster Zeit jemanden, der mich davon abhält, dir ins Gesicht zu treten. Frag mal Miri, der hat die Zeit. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich habe ich da kein Problem mit. War es gut.
Aber dann muss ich in Zukunft mit einer Tüte über dem Kopf rumrennen, damit keiner fragt, warum ich zermatscht im Gesicht aussehe. Warum hast du den heutzutage noch nicht an? Heute bin ich noch ganz attraktiv eigentlich. Ja, doch. Kann ich bestätigen. Und damit kannst du jetzt weniger umgehen, als hätte ich dich weiter beleidigt. Und deswegen ist das alles gut. Verstehe ich jetzt nicht. Du hast aber was kaputt gemacht. Aua. Warum haust du mich denn schon wieder? Ich mach gar nichts. Ganz schön viel Gewalt hier in dem Projekt. Vor allem finde ich gut, auf die Augenklappe zu hauen, ist einfach echt verlockend, ohne Scheiß. Wenn wir immer in die Augenklappe hauen. Oh. Hey, geh weg, du kannst hier nichts verloren. Party! Bist du behindert? Gut, ja. Miri, ich würde nicht nach Hause kommen im Moment. Katze hat gedacht, Pigments zu hauen ist lustig. Oh nein, ich bleib hier. Lass die alles an Loot droppen. Der nächste bitte. Hallo? Oh. Der nächste bitte. Sind die jetzt auch auf mich wütend? Hallo? Keiner mehr da? Irgendwie waren das so wenig. Fand das von ihnen keiner kacke, dass ich ihre Brüder und Schwestern geschlagen und umgebracht habe? Anscheinend nicht. Was? Na dann, eben nicht. Anscheinend war ihnen das egal. Und wir können jetzt da Sachen anbauen, habe ich mal gehört. Irgendwie ja. Ich habe das Gefühl, wir brauchen die Tür hier gar nicht mehr. Ich mache mal hier die Tür kaputt. So. Warum? In dem Fall, dass noch mehr Pigments reinkommen wollen. Was? Behindert? Nein, ich bin Katze. Augenklappe. Bin ich am Sack. Das ist wie ein großes Fisch. Ich weiß nicht. Oh, das war. Oh, ich habe gerade Pigment-Loot gegessen. Ich glaube, ich werde jetzt ein Pigment. Das wäre schön. Nervst du dann auch nicht mehr? Aua! Das war ein besonderer Schlag. Das war nämlich weißt ein sogenannter. Was? Das war ein besonderer Ökoschlag. Ich habe das nämlich mit Blättern gemacht. Wenn du dich nicht mehr hier, nimm mir den scheiß Eimer. Und wenn du dich nicht mehr zu wehren weißt, dann haust du. Das ist immer typisch Katze. Ja, Wasser geht immer noch kaputt. Hat auch keiner gesagt, dass du einfach am Boden schütten sollst. Hab ich nicht, ich wollte Miri ertränken. Gehst du im Raumschiff? Was? Also es geht überhaupt gar nicht. Das heißt, wir können auch keinen Dust in Dings umwandeln, oder? Oder muss man erst in Barrel tun und dann Dust in... Ey, warum benutzt du kein Van-Man? Ihr seid scheiße. Ja. Du alter Augenklappen, Lulatsche. Nochmal hauen. Miri, das war das letzte Projekt mit Katze. Wenn PixArk zu Ende ist und wir hier wieder entkommen sind und wir nochmal irgendwo abstürzen sollen, dann erinnere mich dran, ihn vorher aus der Luftluke zu werfen. Okay. Wir machen das einfach mal so ein Projekt, wo wir dann quasi an verschiedenen Orten gestrandet sind und zueinander finden müssen. Nix zueinander. Hashtag Safe Katze. Mal will ich zu dem Kerl wieder hin. Alle bauen in die Mitte, weil Louis baut weg. Ich in die Milchstraße, den können wir alle mal gerne haben. Wie scheiße fliegen die denn? Hör jetzt auf! Ja, hab ich gefangen! Wie, du hast den gefangen? Augenklappe! Boah. Warum hast du denn nichts Sinnvolles zu tun? Ich hab doch was Sinnvolles zu tun. Mich nerven! Nee, ich hol hier jetzt einen Stick raus und dann gibt's Poke. Poke. Nein, das wollte ich nicht. Poke. Hör auf jetzt! Oh, wenn man Sand abbaut, kriegt man nicht mehr Sand wieder raus. Das ist echt gut. Also warte. Ist
die dritte gerade, die wir aufnehmen, gell? Die dritte von wie vielen? Zwei. Von wie vielen ist das die dritte? Die von jetzt noch sieben, die wir hatten. Also müssten wir jetzt noch vier machen. Apropos vier, weißt du, was noch vier hat? Das hier. Das war jetzt nicht so nett. Vielleicht stehst du bitte das nächste Mal in der... Lauli, wie fühlt man sich dabei, wenn man gerade der wohl produktivste Mensch ist, seit dieses Projekt gestartet hat? Lauli, Poke. Und Poke. Alter. Poke. 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 Geht das jetzt die nächsten vier Folgen weiter, die wir heute hintereinander aufnehmen? Poke. Ich denke, Alter, warum bin ich denn so fast, warum bin ich denn geslowt? Was hast du denn auf deinem Schwert? Leute, mit dem Amoklauf würde ich sagen, das war's von der heutigen Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht das gut. Kann ich eure Gräber abbauen? Bis dahin erstmal ciao. Tschüss. Nein, kein Tschüss. Throw your cranes up.